Best, schauen wir uns das Event. Das kann es aber jetzt nicht sein, oder? Ich hab gesagt, du sollst dich drum kümmern. Nicht Frau Meier, Herr Müller. Müllers Tamagotchi, du! Da wird der Fisch zum Frosch! Pass auf, erzähl mir das jetzt alles noch einmal. Fang bei A an und hör bei Z wieder. Sam? Kacke! Sam? Es geht nicht immer um Leben oder Tod. Es ist nur ein Spiel. In jedem Spiel im Leben gibt's Regeln, oder? Was ist mit den Regeln, Benji? 5 perfekt, ha! Wir sind tief in Kur gestanden. Ja, ist wurscht. Das kann's aber jetzt nicht sein, oder? Du schummelst permanent! Hey, Baby. Hi. Hey. Hey. Süße. Hey. So allein draußen? Nicht ein bisschen kalt? Und gefährlich. Man weiß doch nie, wie man so trinkt. Sie froh, dass wir dich gefunden haben und niemand anders. Schlamm. Sag danke. Hübsches Gesicht. Sag danke! Hey. Versteck dich doch nicht. Bleib da. Du kannst sicher gut Schwänze lutschen, ha? Du bist doch hübsch. Schwänze lutschen. Oh. Klein. Klein, aber fein. Du magst es doch auch. Fuck! Fuck, Alter! Fuck, der hat einen Schwanz! Fuck, was ist denn das? Schwule Drecksau! Sie haben gesagt, wenn ich mal was brauche, dann soll ich zu Ihnen kommen. Jetzt brauche ich was. Es tut mir leid. Jeder wird das Kinder anstecken, Sie mit Ihren kleinen, schmutzigen Sam auf. Was für Viecher! Ich! Sag mal, kapierst du's nicht? Leute können weder springen noch fliegen! Ja, ich habe die Strecke schon gekannt. Hast du deine Strecke schon gekannt? Sie haben die Strecke schon gekannt. Ja? Nein, ich habe meine Strecke noch nicht gekannt. Nicht gut. Nicht gut. Und weißt du, warum ich meine Strecke schon gekannt habe? Und du noch nicht? Weil ich es mir ausgedacht habe. Und weil ich es mir immer selber ausdenke. Drei Lektionen. Pass auf, als ich noch kein Haushaltsdefizit hatte. Ich mein, obdachlos warst, oder? Das sagte ich doch eben. Ich hatte damals einen Flohzirkus. Ich hatte meine Flöhe bis zur Perfektion trainiert. Am Anfang lief es noch sehr gut. Doch dann verloren die Menschen ihre Faszination an den kleinen Tieren und wurden paranoid. Bei jedem Salto, den meine Tiere machten, hatten sie sofort den Verdacht, und es entstand bei jeder Vorstellung eine unglaubliche Hysterie. Statt sich an den wunderbaren Kunststücken zu erfreuen, sahen sie nur noch das Negative. Schlussendlich musste ich meinen Zirkus schließen, und den Rest der Geschichte kennst du ja. Das ist eine enorm spannende Geschichte, Benji. Das war's schon. Denk drüber nach. Das war's? Und für diesen Stuhl gebe ich Geld aus.